Hallo Christian. Hallo Dörte. Christian Maurenroth, das ist der Geschäftsführer von Lucky Bike, ist extra nach Leipzig gekommen, um mit uns heute einen kleinen Rundgang durch die neue Filiale in Leipzig-Seehausen zu machen. Die wollen wir uns jetzt mal zusammen angucken. Das machen wir, ich freue mich. Ich mich auch. Dann kommt mit rein. Los. Wir kommen hier rein, haben extra mal auf der rechten und linken Seite schöne Lastenräder platziert, um zu zeigen, dass wir hier ein ganz breites Sortiment haben. Obwohl der Laden nicht der größte von Lucky Bike ist, aber er ist groß, er ist sehr groß. Ist größer als der Laden an der alten Messe, richtig? Absolut, ja. Wir haben uns vergrößert. Ja. Die alte Messe hatte ja nur gut mehr als die Hälfte der Fläche von hier. Ja. Und normalerweise haben wir eben Filialen mittlerweile über Deutschland verteilt, die noch wesentlich größer sind als diese hier. Aber wir haben es hier geschafft, ein tolles Sortiment unterzubringen und das zeige ich euch gleich. Okay, super. Dann wollen wir mal reingehen. Jo. Ja, ich habe schon gesehen beim Reinkommen, wir haben hier oben eine wunderschöne Skizziere und da steht etwas vom Leipziger Neuseenland. Ja, also das ist eine der schönsten Grafiken und Darstellungen im ganzen Laden. Und auch Teil unseres neuen Ladenkonzepts, was wir seit 2 Jahren umsetzen und auch in den alten Läden umsetzen. Und da kommen wir jetzt hier zur Leipziger Neuseenland-Tour. Die ist wirklich toll gelungen, muss ich sagen. Ja, das stimmt. Und das ist in jeder Stadt eine lokale Fahrradtour, die wir grafisch visualisieren und mit den entsprechenden Highlights auf der Strecke versehen. Also, wir versuchen, Lokalkolorit in die Filiale zu bekommen. Ja. Und ich denke, das ist wirklich hier optisch toll umgesetzt. Wie man merkt, ich werde fast euphorisch. Ja. Es ist eins meiner Lieblingselemente. Aber jetzt kommen wir noch mal zu dem Rest des Ladenbaus. Ja, wir haben gedeckte Farben eingesetzt und im Rahmen unserer Nachhaltigkeitsstrategie haben wir natürlich auch gesagt, wir brauchen Holz. Wir müssen zeigen, das Fahrrad ist ein natürliches Fortbewegungsmittel. Das muss mit Naturbaustoffen präsentiert werden. Sehen wir da drüben, die gesamte Zubehörabteilung ist schönes geöltes Holz, handgeölt übrigens. Und wir versuchen, das, was wir mit unserer Nachhaltigkeitsstrategie hinter den Kulissen umzusetzen, auch vor den Kulissen zu zeigen. Wir machen hier ein gesamtnachhaltiges Konzept, ja, und es soll auch danach aussehen. Ja. Und das will ich noch mal ganz klar sagen. Eingangs habe ich erwähnt, das ist nicht unsere größte Filiale. Ja. Aber sie ist groß. Ja. Und was ich versichern kann, ist, dass in allen Segmenten Fahrrad, E-Bike, Zubehör findet man alles, was man sucht. Ja. Ja, also wir haben es sehr komprimiert und das haben wir eben so gemacht, dass wir nicht 10 gleiche Räder nebeneinander stellen, sondern ganz, ganz viele unterschiedliche Räder. Ja. Und wenn die nicht in der richtigen Farbe oder Rahmengröße im Laden stehen, dann können wir die aus dem Lager innerhalb von ganz kurzer Zeit hierher schaffen. Ja. Das heißt, die Filiale ist nicht die größte, aber das Sortiment stellt das einer riesigen Filiale dar. Und insgesamt nochmal zur Optik kann man eben sagen, das neue Filialkonzept ist mit dieser Filiale in Leipzig angekommen. Ja. Ja, weil die beiden anderen im Bestand sind eben noch älteren Datums und werden jetzt im Zuge der Veränderungen, die ich eben angesprochen habe, auch neu gestaltet und dann ist Leipzig einmal mit Lucky Bike 1.2 ausgestattet. Ja, hier kommen wir zu unserer Lounge. Ach so, die Lucky Lounge. Genau. Ja, bekannt aus der Bielefelder Filiale. Bekannt aus der Bielefelder Filiale, mittlerweile überall verbaut, wo wir neu eröffnen. Die ist richtig schick gelungen hier, finde ich, in die Ecke integriert. Ja. Wie immer neben der Werkstatt als Wartebereich gedacht. Wir zeigen hier unsere Lucky World. Also unser Engagement in Sachen Nachhaltigkeit, das ist mittlerweile eine ganze Menge. Wir zeigen das im Internet ja auch ganz schön. Und ist ein Ort zum Ausruhen. Später stehen da auch noch Getränke, man kann sich versorgen. Und ganz wichtig, die Handy-Ladestation, die ist immer, immer wichtiger. Ja, apropos Thema Nachhaltigkeit, dazu muss man ja auch sagen, dieses Gebäude stand ja auch schon und es wurde ja quasi eine alte, ehemalige Filiale einer anderen Marke neu genutzt. Also das hier war in Sachen Nachhaltigkeit wirklich ganz vorbildlich, weil wir eine ganze Menge Dinge fertig vorgefunden haben. Ja.
und hier eben nur Sachen verändern mussten, unseren Ladenbau einbringen. Aber ansonsten war das, was die ganzen Installationen angeht, fertig. Und wir haben bewusst gesagt, auch wenn es nicht alles 100% unseren Standards entspricht, wir lassen das so. Ja, das ist natürlich ein tolles, nachhaltiges Konzept so insgesamt. Sehe ich auch so. Ja, kommen wir zur Werkstatt. Ja, die Werkstatt ist auch nach dem bewährten Lucky Bike Schema eingerichtet. Wir haben hier vorne die Annahme mit 2 Arbeitsplätzen. Ja. Und zusammen mit dem Lager sind das fast 10 Mitarbeiter in Vollzeit, die für diese Filiale nur Werkstatt, Aufschrauben, Endmontagen und so weiter machen. Gut, dann wollen wir mal schauen. Ich sehe, hier ist es ganz bunt. Ja. Wir arbeiten gerne in Grau und in Schwarz, aber für die Kinder. Für die Kinder machen wir auch mal eine Ausnahme. Ja. Ja? Also, hier ist die Kinderabteilung und wir haben es nach Größen getrennt. Hier auf der rechten Seite sehen wir die ganzen kleinen Fahrräder, 12 bis 18 Zoll und auch die Spielgeräte oben. Ja. Ja, ist wirklich eine schöne Auswahl, muss man sagen. Das ist jetzt hier mal ein neuer Pilot, ein neues Pilotprojekt von Lucky Bike auf Wunsch unseres Regionalleiters, der ein kleines Kind hat und gesagt hat, wir brauchen eine Kinderecke. Toll, ja. Ja, und jetzt haben wir eine Kinderecke eingebaut. Das heißt natürlich nicht nur, dass wir hier Kinderzubehör verkaufen wollen. Das ist eigentlich der unwichtigere Teil. Der wichtigere ist, da hängt ein Fernseher. Und für die Kinder der heutigen Zeit. Da läuft ein extra Kinderkanal. Ja, alles kinderverträglich und kompatibel. Und hier können die Eltern sagen, okay, jetzt setzt ihr euch mal hierher und schaut mal kurz einen Film. Und wir testen Fahrräder. Und wir testen Fahrräder. Wunderbar, ja. Und auf der rechten Seite der Kids Lounge wird es dann auch noch irgendeine Malecke oder irgendwas geben, wo die Kinder sich ein bisschen beschäftigen können. Und das ist so ein kleines Gimmick, da sind wir ganz stolz drauf. Ja, das ist sozusagen die nächste Station, nachdem wir eine Lounge entwickelt haben. Jetzt machen wir noch eine Kinderecke. Ja, toll. Und da sind wir, wie gesagt, ganz stolz drauf. So, jetzt sieht es mir danach aus, als hätten wir die Zubehörecke. Das ist ein kleines bisschen ein Novum. Ja, in der alten Filiale auf der alten Messe hatten wir keine Bekleidung, weil die Filiale zu klein war. Jetzt haben wir gesagt, wir müssen hier ein Vollsortiment anbieten. Das heißt, hier fangen wir mit der Bekleidung mal an. Ja. Nichtsdestotrotz haben wir aber auch viele Kinderfahrradhelme, Erwachsenenfahrradhelme für den Alltag. Kommt hier vorne. Ja. Eine der wichtigsten Abteilungen der ganzen Filiale. Helme. Ja. Ja. Und da oben steht es ausgeschrieben, unter jedem Helm steckt ein kluger Kopf. Ja. Das ist nicht nur ein lustiger Werbespruch, sondern das ist auch meine Meinung. Der Helm rettet Leben und ist wichtig. Es fängt an, verspielt mit Kindermotiven. Ja. Dann geht es in die Jugendabteilung mit relativ vielen Farben. Und da hinten ist für Erwachsene sowohl im sportiven Segment als auch für den E-Bike-Fahrer eigentlich alles zu finden, was das Helmherz begehrt. Ja, wunderbar. Dann haben wir hier eben ein breites Spektrum an Auswahl, was das Fahrradzubehör angeht. Das hier ist eins meiner Lieblingszubehöre. Ja, das ist die Hawaii-Kette fürs Fahrrad. Das ist die reine Hawaii-Deko fürs Cityrad auf dem Korb. Sehr schön, ja. Ja, gefällt mir gut. Ja. Wir haben immer gondelweise verschiedene Sortimente hier aufgebaut. Es ist übersichtlich und es ist vor allem eine schöne große Auswahl. Aber noch mal ganz kurz, wie kam es denn überhaupt zu dem Umzug? Ja, das ist eine gute Frage. Der kam so ein bisschen nicht freiwillig, der Umzug. Wir hatten ja eine tolle Filiale auf der alten Messe. Eben, das war sehr einzigartig in diesem denkmalgeschützten Gebäude, zumindest halb denkmalgeschützt. Das war bis zum Schluss eigentlich eine meiner Lieblingsfilialen, weil sie einen ganz großen Charme hatte. Ja. In den neuen Restaurants, wie es hieß, von der alten Messe. Ja. Neue Restaurants heißt, die wurden kurz vor der Wende noch neu gebaut. Dann kam die Wende. Dann war eben keine Nutzung da. Wir haben dann Anfang der 2000er die Filiale übernommen und haben mit ganz vielen verschiedenen Veränderungen da jetzt die letzten 20 Jahre verbracht. Ja. Das heißt, das ist eine Urzelle von Lucky Bike gewesen. Ja, und ein Unikat irgendwie. Das war ein Unikat. Bis zum Schluss auch wirklich sehr charmant, weil verwinkelt über zwei Ebenen und ich sag mal rustikal. Ja. Aber ein Raum in dem Laden, der wird mir immer in Erinnerung bleiben. Das ist die Halle der Leidenschaft. Ja. Ja, das war ein spezieller Teil des Restaurants, haben wir Halle der Leidenschaft genannt. Haben wir mit wenig Aufwand wirklich ganz toll saniert und das ist
es wird auch für mich die Halle der Leidenschaft bleiben, weil es einfach schön war. Und ja, das ist so ein bisschen der Wermutstropfen. Wir mussten aus der alten Messe raus. Okay, ja. Die Filiale oder das Grundstück ist verkauft worden, wird entwickelt. Wir mussten ausziehen, haben entsprechend nach Alternativen gesucht. Und der Sachsenpark ist jetzt eben eine. Ja. Und hier haben wir jetzt punktgenau zum Schließen der alten Messe eröffnet. Aber wir kommen wieder. Ja, das heißt, geplant ist, dass wir mit Lucky Bike 3 Filialen haben werden in Leipzig. Und das bedeutet, unsere Stammfiliale, die Urzelle aller Filialen am Hauptbahnhof bleibt bestehen. Ja. Der Sachsenpark ist heute neu eröffnet. Ja. Und Anfang nächsten Jahres wird auf der alten Messe eine neue Filiale eröffnet werden. Kann das ich noch nicht, spannend. Da kann Nein, ich noch nicht, viel, kann ich noch nicht so viel sagen, verraten. Das ist eine Überraschung. Das wird eine Überraschung. Aber ich kann so viel sagen, sie wird schön groß. Ja. Es wird ein Neubau. Und es wird eine richtig schicke Filiale. Na, da sind wir gespannt. Ja, und dann haben wir den Brückenschlag Lucky Bike auf der alten Messe zum Sachsenpark auf der neuen Messe endgültig gemacht. Und ich freue mich drauf, weil das ist dann so eine Situation in Leipzig, die gefällt mir. Wir haben im Norden, in der City und auch im Süden dann eine gute Abdeckung. Ja. Und dann sage ich, können wir loslegen und weiter schön Fahrräder verkaufen. Wunderbar. Ja. Dann bedanke ich mich ganz herzlich für das Gespräch. Und, hat mich auch gefreut. Dann können wir noch eine Runde Rad fahren, ne? Absolut, mach mal. Alles klar, ciao.